Bruder, Abo, das ist einfach 1 zu 1, ne? Ey, Digga, auch noch das T-Shirt, mal das. Guck mal, den hier über mir, Chat. Olaf Ziege hieß sein Charakter. Olaf, warum hat er zwei Olaf Schafs? Ein Olaf Schaf arbeitslos und ein Olaf Schaf... Hä? Genau so, Digga. Bruder, willst du ihn echt so lassen? Bruder, sieht doch stabil aus. Ich weiß nicht, was du hast. Guck mal, seinen Arsch in der Hose. Pah. Obwohl ich sagen muss, das sieht doch schon wirklich besser aus als vorher. Es ist nicht so passend. Wer hat gesagt, ich fahr scheiße Auto? Gib mal, lass mich mal fahren. Lass mich mal fahren, gib mal her. Ja, guck mal, was du für Unfall machst. Sei leise, warte. Hallo. 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 Wie heißt ihr, wer seid ihr? Wer bist du, ist die Frage. Olaf Schaf. Ach, ich weiß, wer du bist. Woher kennst du meinen Namen? Ich habe nur eine Vermutung. Was für eine Vermutung? Du bist einer von der Platz, gell? Du weißt, wer ich bin, oder? Das hat geklingelt. Das ist Carsten, Elotrix. Nein. Doch. Ja. Schon. Okay, jetzt bin ich komplett verwirrt. Fuck. Scheiße. NLP, hast du schon mal LP gespielt? Nee, gespielt selber nicht. Okay, dann wird's Zeit. Wir gehen zum Würfelpark. Ach, Digga, scheiß drauf, Karre ist kaputt. Yo, yo, kannst du mich mitnehmen, Mann? Hallo? Kannst du mich mitnehmen? Ja, komm rein. Zum Würfelpark. Jo, was geht, Mann? Nicht viel bei dir. Was machst du so? Ja, ein bisschen Geld verdienen. Schon entspannt, oder? Bisschen abhängen? Nee, gar nicht. Hart am Hasseln, sagst du? Ja. Steuernachzahlung kam rein, oder was? Nee. Nicht? Nee. Also für den nächsten Familienurlaub bisschen hasseln, oder was? Ja. Fehlt nur noch die Frau und die Familie, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Habe was geht bei dir so? Ja. Keine Ahnung. Gerade Karre verreckt. Jetzt lasse ich mich rumcruisen, Digga. Ich zieh dich gleich ab und dann, ja, zieh ich durch. Ja, ich hab ja nichts. Kannst alles sagen, was du willst. Alles klar. Ich geh erstmal duschen. Ab Real Life. Oh, Mann. Ey, Digga. Ey, Bruder, ich hab dir ein richtig freshes Outfit gegeben. Wolltest du nicht? Ich hab ihm gesagt, mach aus. Warte, steig ja, aus. Ja, Digga, ist doch E-Wave. Guck mal jetzt. Bleibst jetzt? Ja, ich weiß ja, was ich mach, Digga. Ich hab dir. Ach, ich muss echt duschen gehen. Ich muss echt duschen gehen. Dachte, hallo? Was ist denn das? Was? Mein Wix-Dings. Ihh, Junge! Ich hab dir gesagt, pass auf, da liegt unten was. Ey. Mit wem fährst du da? Ey, halt mich an, Mann! Halt mich an, Mann! Digga, du kleiner Hurensohn, was soll die Scheiße, Digga? Bruder, das ist freshes Auto. Weißt du, was das Ding ist? Warum spielst du mit meinem Charakter, Digga? Ey, Junge, das ist so fresh! Nein, das finde ich unkorrekt. Guck mal, jetzt hör zu, warte, das Beste kommt. Diese Jacke, die du hattest und das Hemd, das ist ja nach dem Update rausgenommen worden. Du warst der Einzige, der das noch hatte. Nein. Natürlich, neue Kleidung. Nein, Bro, geh Kleidungsladen, 100 Zacken. Oder diese. Ja, siehst du? Ja. Oder wenn mein Outfit weg ist, Walla, ich fick dich. Ey, du hast doch gehört, ey, ich Walla gesagt. Ey, wo ist denn der Typ jetzt hin? Ich will mein Outfit wieder haben, jetzt sofort, Digga. Das ist doch abgespeichert, du Wichser. Nein, das ist nicht abgespeichert, du Schwanz. Sag Walla. Walla, ich will mein Outfit wieder haben. Ist nicht abgespeichert? Ja, dann ist scheiße. Geh mal zum Ding. An einer Stelle, also ich sag dir, ich hab dir gesagt, Walla. Du sollst auch ändern, Junge, wie du Fitner machst, du Wichser. Chat, ihr seid keine 31er. Hab ich ihnen nicht gesagt, mach das nicht? Du hast seid ehrlich, hab ich Ihnen das nicht gesagt? Hast du nicht gesagt? Warte, wir fragen dich nicht. Du hast gerade schon gelogen. Scheiß drauf, Digga. Da, ja. Ich krieg das nicht weg. Mit J, du Fettsack. J, oder? Y meine ich natürlich. Ja, perfekt. Wer macht dich schon wieder mit meiner Powerbank Freestyle? Ich nicht. Mach das, was den Sascha, guck mal, nur noch einen Strick, Bruder. Ey, yo. Ey, yo, Bruder. Hallo? Verpiss dich, du Wichser. Ah! Hey, yo, du bleibst stehen, Hände hoch. So, lauf die Straße runter, bei 3. 1, 2, 3, lauf. Lauf, schnell. Bruder, boah, mit der Hose sieht er nicht. Ach, warte, wo ist das? Wie ein Radler. Das ist bodenlos, Digga. Digga. Das ist die Schuhe, Digga. Das ist so frech, das Outfit, Digga. Das sieht auch so wirklich so aus auf diese sexuelle Nahschnitzel, Digga. Aber ich sag dir ehrlich, Digga, das ist sehr respektlos von euch. Oh, Abu, ich bin auch von dir enttäuscht. Ich schwör's dir, ich hab... Nein, Bruder, Bruder, aber du bist Scheitan auch heute. Und das wäre ein Fasten, Bruder. Hast du nicht gesagt, das Outfit sieht scheiße aus, wir sollen ihn umziehen? Ja, aber nicht so Troll. Das ist doch nicht Troll. Digga, ich bin der größte Profifahrer überhaupt. Du fährst voll kacke, Bruder. Du fährst wie eine Bitch. Warum fahr ich der Wagen fährt 500, du fährst die ganze Zeit nur 110, 120. Oder weil sonst würde ich halt direkt einen Unfall machen. Ja. Der ist älter, Alter. Digga, ich bin der beste Fahrer der Welt.
Hä? Ja, Bruder, ich muss aber auch die Kurve nehmen. Oh, ja. Straßenschild, Unfall. Ja, Einschlag. Digga, was redest du? Was ist da nach einem Unfall? Mit dem Auto gegen Straßenschild fahrt ist ein Unfall. Weiß ich. Wird auch im Verkehrsregister als Unfall eingetragen. Ja, 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 ja. Aber was springt denn für mich dabei raus? Bei der ganzen Sache? Anerkennung bei deiner Community. Ja. Was du von deinem Abi Schelle bekommen hast. Oh, ey, das zählt auch nicht. Doch, doch. Du hast mich abgelenkt. Guck mal, wie der Wagen von vorne aussieht. Mach mal Frontsicht. Guck mal, Digga. Wie ein Schwanz sieht das Digga, aus. Digga, guck mal, er hat sogar das deutsche Dings. Duftbaum. Das sehe ich jetzt das erste Mal. Digga, ich sag dir so, wie es ist, die Karre ist full high. Zwei Unfälle waren das. Die sieht aber aus okay, wie... Okay, wir einigen uns auf Einschlag, okay? Ja. Willst du auf dem Arm oder Unterarm? Ja, wenn du gerade machst wie gerade, dann mach Unterarm. Nee, ich mach Oberarm, komm. Mach mal den Arm aber auch vernünftig so. Soll ich anspannen? Würde ich nicht machen. Digga, er macht richtig Anlauf. So, dann habe ich auch mal Carsten gegeben. Ich mache auch nicht so doll. Guck mal, sein Blick, nachdem er sagt, er macht nicht so doll. Digga, entspann dich. Mach mal das Bein so schön angewinkelt. Das war nicht mal so doll. Er sagt, das war nicht doll, Digga. Jetzt noch direkt noch ein Fall, Bruder. Was war das? Ey, übertreib nicht, Junge. Ist nicht gespeichert. Du hast ja nichts gespeichert. Alter, doch, ist. Du hast nichts gespeichert. Dann ist alles gelöscht worden. Ja, deine Nummern sind auch alle weg. Wie meine Nummern? Deine ganzen Nummern. Welche Nummern? Achso, ja. Handy-Telefonnummern sind ja alle weg. Digga, dann ist ja alles weg bei dir. Mach nochmal das Bein. Ey, verpiss dich! Nochmal das Bein, Bruder. Junge, das ist. Alter, Bruder, entspann dich, ist doch nicht so viel los. Verpiss dich! Hey! Bruder, ich zieh dich doch direkt wieder um, entspann dich. Es gibt das Outfit nicht mehr so. Doch. Wallah, Villa, es wird es nicht mehr so geben. Den Mantel, den gibt's nicht mehr so. Und mein Cowboy-Hut auch nicht. Den Cowboy-Hut ist wirklich, glaube ich, nicht mehr, ne? Durch seine Aktion. Das kann sein, ja, stimmt. Den Cowboy-Hut hat er ausgezogen, ich hab's gesehen. Hä? Der ist, Bruder, der ist so dieses seltene Pokémon-Karten-Ding. Kopfbedeckung? Oh nee, Digga! Ey, der war selten, Mann! Den gab's nirgendwo mehr. Der war, haben sie schon rausgemacht. Hey, warum machen sie den denn raus und der ist noch drin? Ja, Digga, ohne Scheiß. Ja, Bruder, soll ich vorausblicken, keine Ahnung was denken? Ich hab dir extra gesagt, lass den Cowboy-Hut an, damit ihm nichts passiert. Sind das die Schuhe? Ja, ja. Die hatte ich aber nicht an. Doch, doch, hattest du. Nein. Doch, hattest du. Welche Schuhe hattest du denn an? Weiß ich nicht mehr. Nein, ich hatte die nicht an. Bro, die hattest du an. Entweder hattest du die braun oder in schwarz an, aber das sind 100% die Schuhe. Siehst du? Aber jetzt, wo du die Chance hast, willst du dich nicht umziehen? Oder findest du den Mantel echt geil? Du hast den selber früher getragen, du Jarak. Da war ich noch. Komisch. Da warst du auch schon beim Kali-Kartell. Ja, aber und jetzt... Und hast Ansagen. Du Jarak sagt. Ja. Nein, war länger. Ich will... Nein, wir machen so. Ich will genauso aussehen wie vorher. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja, du lachst. Jetzt lachst du doch, du Schwanz. Du hast doch gesagt, das ist der Mantel. Ich weiß es nicht mehr. Warte, ja, chill. Wir machen das schon. Er weiß ja nicht mehr, wie er aussah. Schnauze, hallo. Ich habe ja aber Aufnahmen, ich weiß ja, wie ich aussah. Ich werde 1:1 hintereinander. Zum Vergleich, Digga. Aber dass du abgucken musst, ist schon heftig. Boah. Den hat Elias immer an. Boah, Bruder. Ist das nicht der Cowboy-Hut, den er wollte? da war er wirklich. Ja, ja, das ist er. Sag. Voila, ich glaube, das ist er zu 99,9%. Hallo. Hallo? Ja? Wen haben wir denn da, hä? Wer bist du? Dein Vater, Mann. Steig mal aus. Was? Steig mal aus. Mit deiner Leuchtpistole oder was? Mit Leuchtpistole gleich dein Arschloch. Steig mal aus jetzt, Sosa, du kleiner Bastard. Was willst denn du von mir, verdammte Scheiße, hä? Steig mal aus. Oh, verpiss dich. Ich scheiß auf dich und deine Karre. Hat für Kacke fahren. Deine Mutter fährt Kacke, Mann.